Recht herzlich willkommen zur 198. Folge von Towns. Ja, letztes Mal haben wir hier noch die Laternen ein bisschen gemacht. Ja, hier oben können auch noch welche eigentlich hin. Dann müssten wir aber hier sogar welche umstellen. Ja, das wäre jetzt die Frage, wer was wohin muss. Im Prinzip muss die ja unlocked und die ist auch verkehrt. Wenn wir von verkehrt sprechen können, das ist die Frage. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Deko. Deko, Kerze, Kerze. Und dahin und dahin, kann das richtig sein? Nee, ne? Ne, das passt noch nicht mal. Da und da. Und der und der weg. Na, macht er noch nicht mal. Super läuft, ne? Das hat gut geklappt. Ja. Gut, dann Unlock. Wie kriegen wir das jetzt da weg? Eigentlich hier mit, oder? Macht aber nicht. Hm. Super, oder? Unlock. Ja, ist die falsche Stelle. Läuft. Beide falsch gesetzt. Gut, jetzt können wir nochmal gucken, dass wir die Kerze nochmal auswählen. Dann müsste dies hier da sein. Und das müsste da sein. Super, oder? Läuft. Also das wird jetzt gleich klappen hier. Das ist schon mal gut so. Da gibt es auch eine Laterne. Die anderen hat er nicht gesetzt. Hier ist dieser Punkt der richtige, ne? Würde ich sagen. Ja, soll er wegmachen? Dann muss da die Kerze hin, oder? Kommt aber keiner. Ja, wir können nach oben in die... Was denn, warum sind hier 1000 Dinger runtergefallen? Interessant. Keine Ahnung, warum die abgebrochen sind. Könnte man ja hier oben hin machen, ne? Was machen die da alle oben? Spiel ist nicht in Pause. Keiner kommt mehr hoch oder runter. Kann das sein? Die verhungern da gleich alle. Dann mal schnell in das... Haben die Baumeister sich hier selber ausgesperrt oder wie sehe ich das? Der kam jetzt aber runter, ne? Hm, verstehe ich jetzt nicht, warum die anderen nicht runtergehen, die jetzt da oben sind. Nee. War nur ein, ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Die sind im Hungerstreik oder was? Und die kommen nicht runter? Warum kommen die nicht runter? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Weil sie wahrscheinlich nicht über diese Meer rüber können, weil das schon die oberste Ebene ist. Das könnte natürlich sein, ne? Weil eine Ebene höher geht nicht, weil das schon die oberste Ebene ist und die können nicht oben drauf laufen. Deswegen kommen die nicht hier rüber. Das wird sein. Alles klar. Dann haben wir da schon ein Problem gefunden, was wir jetzt aber kennen. Das bedeutet, da muss auch so ein Ding hin. Der kriegt eins da, der kriegt eins da, der kriegt eins da. Und der kriegt eins da. Und dann wollen wir hoffen, dass es noch Leute gibt, die das bauen. Ja, es gab ja eben auf jeden Fall einen, der hier noch einen Stein hingebracht hat, ne? Hm. Nur wo ist der? Wann kommt der? Was macht der? Vielleicht schläft er gerade. Vielleicht ist er in den Keller gegangen. Keiner weiß es. Da hätte ich auch keinen Platz, das hinzubringen, ne? Kann auch sein. Ja, gute Frage, ne? Wenn wir ja einen freikriegen, dann würde das ja wahrscheinlich auch wieder weiterlaufen, ne?
Da haben wir einen hingesetzt, dann kann der da eigentlich auch weg, oder? Kann er dann nicht weg, weil da einer sitzt? Hm, das ist eine schwere Frage. Gut, jetzt ist nur die Frage, wann kommt der mit dem passenden Teil? Jetzt wird es auf jeden Fall wieder Tag. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 Leute sind da oben und die hätten das Problem, dass die da verhungern könnten. Ja, ich bin jetzt gewillt, hier was wegzubauen. So, der kann runter. Der kann dann auch runter, das ist jetzt so. Guck mal, der verhungert gleich, da müssen wir ganz schnell was machen. Der rennt schnell runter, ja. Unlock. Und da machen wir auch noch einen Unlock. Der kriegt's nicht hin, keine Ahnung, weil er gerade schläft oder was. Also Vierer haben wir schon gerettet, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir das hier überhaupt zugebaut kriegen dann, ne? Ich glaube eher nicht. Jetzt hat er einen Scarfwalter hingebracht. Super, oder? Jetzt bewegt er sich tatsächlich auch. Das wird jetzt äußerst schwierig, das fertig zu bauen, würde ich sagen. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, die oberste Etage ist dann tabu. Jetzt sehen wir, wie er da das hinbringt. Ja, noch hat er geschafft. Kann auch wieder weggehen. Das bedeutet, dass das sehr schwer wird, das Dach zu bauen. Ohne Gerüst geht das wahrscheinlich gar nicht, weil er kann ja nicht mehr draufklettern oder die können nicht mehr draufklettern. Da kommt eine Tür. Sehr schön. Ja. Es werden natürlich Steine geholt, die unten schon fertig sind, denke ich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es wird. Da kommt noch ein Scarfold, den brauchen wir alle gar nicht. Das ist jetzt, naja, lasse, wo sie sind. Gucken, wie wir die Leute jetzt beschäftigt kriegen, da was hinzubringen. Hm, hast gesehen, wie er es macht. Na, er geht hier hinten rum und kann da nicht rüber. Puh. So, den wird keiner dahin bauen können. Hier müsste jetzt was gehen. Ah, da haben wir jetzt zwei sogar gekriegt. Den können wir auf jeden Fall bauen. Tja. Da unten kommt wieder ein Stein. Da rechts ist auch einer gemacht worden. Also das ist jetzt eine Lebensaufgabe wahrscheinlich hier. Das heißt, wir müssen peu à peu von da oben anfangen zu arbeiten, glaube. Den kannst du definitiv hier hinstellen. Damit das da vielleicht weitergearbeitet wird, ne? Okay, das Dach hat geklappt. Und dieser Stein, der müsste ja dann auch gehen. Jetzt ist der da unten drunter natürlich weg und der oben drauf ist fertig. Dass uns weiterhilft, ist jetzt die nächste Frage, ne? Okay, das hat geklappt. Hat er sich jetzt eingebaut oder kann er da raus? Ne, er hat sich eingebaut, ne? Unlock. Geht nicht anders. Da ist auch ein Unlock. Wie kannst du den jetzt wegmachen wieder? Na, da ist wieder einer, der nicht runter kann. Hm.
Baue es da ein. Hat er das gemacht? Ich glaube nicht, ne, oder? Ne, sieht nicht danach aus, dass da jetzt Solarfold gebaut wird. Jetzt wird einer gebaut. Das gestaltet sich jetzt sehr schwierig, würde ich sagen. Ja, das bedeutet, du kannst hier jetzt zum Beispiel mit einem Mauerstück anfangen. Ich weiß nicht, wo er den jetzt herholt. Das ist das nächste. Und er kann dahin laufen, oder? Kann er? Kann er? Ja, kann er, oder? Macht er auch. So, und jetzt kannst du hier nur so weiterarbeiten, dass du sagst, ich baue den dahin. Und den baue ich dahin. So, jetzt müsste er wieder was holen. Ich weiß nicht, wo weg. Hier oben sind ja auch ein paar geixt, ne? Die könnte man ja auch wegnehmen, ne? Okay. Das war super, dass er den da hingesetzt hat. Kommt der nächste. Macht es dahin. Kannst du nur Stück für Stück hier weiterbauen. So, der läuft da jetzt gleich runter. Hey, warte mal, weißt du, was wir noch machen können? Wir können jetzt hier noch... Nee. So. So bauen, ne? Da kommt jetzt aber keiner hin, einfach aus der Runde, weil... Doch, er könnte vielleicht hier drauf kommen, weiß ich. Doch, da müsste es gehen, oder? Oder täuscht das? Nee, da kann man hochlaufen. Dann lass uns die Decke erst machen. Ja, der müsste jetzt da wieder einen Stein haben, einen Scarfold. Ein Baugerüst, damit er runter kann. Da ist auch einer. Oh, das geht ja gar nicht, ne? Ja. Mach Unlock, damit er runter kann. Ja. Gut, da wissen wir jetzt, wie schwer das werden wird, das hier fertigzustellen, ne? Das hat jetzt geklappt. Dann kannst du hier wahrscheinlich noch einen machen. Gucken, ob er das macht. Und da ist jetzt noch der GX-te, ne? Das ist das nächste, ey. Einen den oberen Unlock mal. Und dann müssen wir gucken, dass wir das da hinkriegen. Der geht da. Den kannst du da hinbauen. Das sollte funktionieren. Er kommt da nicht weg. Da kommt einer, der hat den woanders hingebaut. Er kann den da hinbauen. Der geht da auf jeden Fall hin, wenn er denn da hingebaut wird. Andere Seite hat geklappt. Das wird auch klappen. Shift-Taste nicht gedrückt, ne? Super gelaufen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die alle wegkriegen. Kannst du anlocken, weil er kommt ja nicht darunter. So. Das geht. Das geht auch. So, ich weiß nicht, ob sie hier jetzt welche wegholen. Das ist die Frage, ne? Okay, der ist gelegt worden, dann können wir den legen. Gut. Die Decke kriegen wir so auf eine gewisse Art und Weise fertig, ne? Kommt wieder ein Baustein. Gut. Wo holt er den jetzt weg? Von unten wahrscheinlich.
So, jetzt wird's kompliziert, glaube ich, oder? Da geht was und da geht auch was. Und der geht ja da eigentlich auch hin, ne? Das funktioniert auch. Ja, wird hochkompliziert werden, ne? Das müssen wir so machen. Den können wir da auch hinsetzen. Jetzt hat er den da hingesetzt. Ich weiß nicht warum. Das hat geklappt. Jetzt ist der da liegend. Keiner weiß warum. Nimmt er den da jetzt weg? Das wäre der Top-Deal. Ne, er holt sich woanders einen weg. Ja, hier sind noch ein paar rote X'e, die müssen noch weg. Ja. Kannst du da ein Scaffold hinsetzen? Baugerüst zum Bauen, ne? Gut. Der geht. Und der geht auch. Hätten wir sogar erst den bauen können. So, jetzt haben wir da wieder einen fertig, den wir dahin machen können. Ja, noch läuft's. Wäre schön, wenn das der rechte gewesen wäre. Ist er nicht, weil er weiß jetzt nicht, wohin mit dem Ding. Ah, er läuft aber mit dem Ding woanders hin. Das ist schon mal schön. Ja. Das hat geklappt. Das müsste so gehen. Und das muss auch so gehen. Ah, der ist da weggenommen worden. Das ist schon mal sehr schön geworden. Aber der da hinten ist jetzt falsch. Ja. Kriegen wir wohl hin, oder? Das geht nicht. Er weiß nicht, wie er da hinkommt. Auch schön. Da ist schon was gebaut worden. Der wird da hingesetzt. Das ist gut so. Ja. Das hat auch geklappt da. So, da muss der noch hingesetzt werden. Da kommt auch einer mit dem Stein und macht das. Und hier sind die Lücken schon weggemacht worden. Bis auf den da oben sind die roten Steine alle abgebaut, ne? Den da hat er nicht gemacht. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir da noch was machen. Damit die Wand auch wegkommt. Ja, gut, wir wissen das Konzept sozusagen jetzt und müssen dann aber noch gucken, dass wir das umsetzen, ne? Der hat jetzt den Stein da weggenommen und hat den da hingebracht. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ist so. Gut. Ja, dann machen wir erstmal hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.